Ron, ein umkämpftes Spiel gegen Hannover 96, am Ende ein toller 4:2-Erfolg. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, insgesamt sehr positiv. Ich glaube, die erste Halbzeit lief noch nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben, aber in der zweiten Halbzeit war es dann umso besser. Ich glaube, gerade offensiv war das eine sehr, sehr starke Leistung von uns und ja, wir haben Moral bewiesen, einen Rückstand gedreht, also wir können zufrieden sein. Du hast dein 5. Tor im SCP-07-Trikot erzielt. Bislang gab es noch keine Niederlage, wenn du getroffen hast. Wenn ich richtig informiert bin, ein Unentschieden und 4 Siege. Ein gutes Omen, oder? Ja, man könnte sagen, ja, wenn ich schon treffe, dann müssen wir auch gewinnen. Ja, hat diesmal geklappt. Freut mich natürlich sehr, gerade dass es ein Führungstreffer war. Ja, also sehr besonders für mich. Wir blicken nach vorne. Am Freitag geht es auswärts weiter beim Aufsteiger aus Kaiserslautern. Was erwartest du für ein Spiel auf dem Betzenberg? Ja, ich glaube, eine Riesenkulisse. Kaiserslautern hat gerade eine riesen Euphorie, viele Zuschauer, eine hitzige Atmosphäre. Aber ich glaube, ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Dann wünsche ich noch eine gute Vorbereitung und viel Erfolg am Freitag. Danke.